Wir kommen jetzt zum vierten Abschnitt, die Ordnungen des Unendlichen. Man könnte sagen, der lange Weg von den natürlichen Zahlen zu den reellen, komplexen und so weiter, der war geleitet von dem Wunsch, weiter zu rechnen, als es die natürlichen Zahlen erlauben. Und man kann auch den Wunsch verspüren, weiter zu zählen. Und hier kommen wir zur Unendlichkeit. Der Begriff gleiche Mächtigkeit liefert dazu den Schlüssel. Hier braucht man sich ja nicht auf ähnliche Mengen zu beschränken. Und hier tut sich Sonderbares auf. Begonnen hat das mit Galilei, der festgestellt hat, dass es paradoxerweise gleich viele Quadratzahlen wie natürliche Zahlen gibt, obwohl doch die Quadratzahlen nur eine Teilmenge bilden und sogar eine, die umso dünner ist, je größere Abschnitte von Zahlen man betrachtet. Die 1:1-Zuordnung zwischen den beiden Mengen ist evident. N wird zugeordnet der Zahl n Quadrat, nicht? Also 1, 2, 3, 4 wird übergeführt in 1, 4, 9, 16 und so weiter. Sind also gleich mächtig, diese Zahlen. Die nächste Bemerkung ist, dass auch die ganzen Zahlen, obwohl es doch doppelt so viele sind wie die natürlichen Zahlen, dass auch die gleich mächtig zu den natürlichen sind. Man kann sie abzählen. Etwa 0, 1, dann minus 1, minus 2, dann plus 2, plus 3, dann minus 3 und so weiter und so weiter. Und schlimmer noch, die rationalen Zahlen, die doch ungeheuer viel häufiger sind als die natürlichen. Zwischen je zwei rationalen oder zwischen zwei natürlichen Zahlen gibt es ja unendlich viele rationale Zahlen. Auch die rationalen Zahlen lassen sich abzählen, haben also die gleiche Mächtigkeit wie die natürlichen Zahlen. Also um das einzusehen, genügt es, die Brüche richtig anzuordnen, etwa nach dem Nenner. Es gibt also eine unendlich lange Zeile unter der anderen. Und dann systematisch zu durchlaufen, von 0 Eintel bis 1 Eintel, dann 1 Halb, dann 0 Halbe, dann minus 1 Halb, dann minus 1 Eintel, dann minus 2 Eintel und so weiter und so weiter. Wobei man die rationalen Zahlen immer überspringt, denen man schon einmal in anderer Form begegnet ist. Nun scheint das alles die Botschaft zu vermitteln, dass die unendlichen Mengen immer die gleiche Mächtigkeit haben. Aber das stimmt natürlich nicht, wie Sie wissen. Das wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts von Georg Cantor, dem Schöpfer der Mengenlehre, entdeckt. Sein Verfahren war wirklich genial. Er selbst war immer wieder unsicher, ob es auch richtig war. Es ist ein indirekter Beweis. Angenommen, man kann die reellen Zahlen abzählen, beschränken wir uns auf die zwischen 0 und 1. Also diese Zahlen entsprechen unendlichen Dezimalzahlen. Listen wir sie auf. Bilden wir nun eine Dezimalzahl, indem wir die Ziffern auf der Diagonalen von unserer Liste verwenden. Das ist die rote Zahl hier. Und jetzt bilden wir eine weitere Dezimalzahl, diese blaue Zahl da, indem wir jede Ziffer der roten Zahl durch eine andere ersetzen. Das liefert eine weitere Dezimalzahl, eine unendliche Dezimalzahl, von der wir sicher sein können, dass sie nicht in der Liste vorkommt. Denn wenn sie, sagen wir, an der Endenstelle der Liste steht, dann müssen wir uns nur die Ende-Dezimalstelle anschauen. Also jene, die in der Diagonalen steht, um zu sehen, dort kann ja diese Dezimalziffer gar nicht stehen. Wir haben sie ja durch eine andere ersetzt. Also kommt unsere neue reelle Zahl, die blaue, in der Liste gar nicht vor. Also können wir nicht alle Dezimalzahlen aufzählen. Also sind sie überabzählbar.
Mit der Entdeckung, dass das sogenannte Kontinuum der Rellenzahlen eine neue Größenordnung der Unendlichkeit besitzt, tat sich ein gewaltiges Feld auf. Das Unendlich der natürlichen Zahlen war nur eines von vielen, das kleinste vielleicht zu beweisen ist. Schnell stellte Cantor fest, dass es unendlich viele solcher unendlichen Mächtigkeiten gibt. Übrigens, mit der komplexen Zahlenebene kommt keine neue Mächtigkeit dazu. Die Ebene hat dieselbe Mächtigkeit wie die doch scheinbar so viel kleinere Zahlengeraden. Aber die Menge aller Teilmengen der Geraden hat eine größere Mächtigkeit. Und so geht das weiter. Bald begann man mit unendlichen Ordinal- und Kardinalzahlen zu rechnen. Die Rechenregeln waren reichlich bizarr, wie Sie sich vorstellen können. Eine der Fragen, die Cantor stellte und nicht beantworten konnte, war die: Gibt es zwischen der Unendlichkeit der natürlichen Zahlen und der Unendlichkeit der reellen Zahlen noch eine Unendlichkeit? In anderen Worten, muss jede Menge reeller Zahlen, die mächtiger als die der natürlichen Zahlen ist, schon die Mächtigkeit des Kontinuums haben? Das hieß fortan die Kontinuumshypothese. Die revolutionären Ideen von Cantor wurden zunächst heftig bekämpft. Er rieb sich daran auf und endete schließlich in einer Nervenheilstätte. Aber Hilbert stand ihm bei seinem Kampf getreulich zur Seite. Entschlossen verkündete Hilbert: Aus dem Paradies, das Cantor geschaffen hat, wird uns niemand vertreiben. Und zur Nummer 1 der berühmten Liste von Hilberts Problemen für das 20. Jahrhundert wurde die Kontinuumshypothese. Durch die Arbeiten dann von Kurt Gödel und dem Amerikaner Paul Cohen wurde schließlich klar, dass die Frage unentscheidbar ist. In dem Sinn, dass man Mengenlehre mit oder ohne Kontinuumshypothese treiben kann, so ähnlich wie bei der Geometrie, die man mit oder ohne das Parallelenaxiom untersuchen kann. Aristoteles hatte ein Tabu aufgestellt, das Jahrtausende lang wirksam war. Er unterschied zwischen dem Potenzial unendlich, das lediglich zulässt, dass immer noch etwas hinzugefügt werden konnte, und dem Aktual unendlich, das er ausdrücklich verbannte als eine fertige Unendlichkeit gewissermaßen, die undenkbar wäre. So eine Aussage wie: Es gibt keine größte Primzahl, die war erlaubt. Aber es gibt unendlich viele Primzahlen, das war verboten. Denn dann hätte ja eine unendliche Menge wirklich, also aktual, existiert. Die Theologen im Mittelalter waren das die einzigen Philosophen. Theologen sollten mit den Skrupeln des Aristoteles ihre liebe Not haben. Gottes Allmacht ist ja aktual unendlich. Nicht daran zu zweifeln, hätte fatale Nebenwirkungen haben können. Laut Augustus ist sogar das aktual unendliche Gott. Oder umgekehrt. Aber immerhin, die Theologen stellten sich wenigstens mannhaft der Aufgabe, während die Mathematiker sich mit Aristoteles nicht anlegen wollten. Bei Descartes heißt es: Wir wollen uns mit Streitigkeiten ums Unendliche nicht ermüden, denn bei unserer Endlichkeit wäre es verkehrt, wenn wir versuchten, etwas darüber zu bestimmen und es so gleichsam endlich und begreifbar zu machen. Denn nur der, der seinen Geist für unendlich hält, kann glauben, darüber nachdenken zu müssen. Und Leibniz sagt ganz explizit: Wir haben keine Vorstellung eines unendlichen Raumes, obwohl er an anderer Stelle das aktuelle Unendliche verteidigt. Und Gauss, der ewig Vorsichtige, sagt ganz entschieden: So protestiere ich gegen den Gebrauch einer unendlichen Größe. Erst Cantor
räumte mit dieser Berührungsscheu auf. So haben die Kalküle auch die Unendlichkeiten erfasst. Heute sieht die überwiegende Mehrheit der Mathematikerinnen und Mathematiker keinerlei Grund, um das aktuell Unendliche herum einen großen Bogen zu machen. Im Sprachgebrauch wird ja auch zwischen "es gibt keine größte Primzahl" und "die Menge der Primzahlen ist unendlich" nicht wirklich unterschieden. So auf die Gefahr hin, als Philister zu erscheinen, der den Tiefen dieser Fragen nicht ganz gewachsen ist. Die Qualen mit dem Aktual unendlich wirken so überflüssig wie die Nöte mit den negativen Größen. Es sind Scheinprobleme, mit Carnap zu sprechen. Aber ein Schatten von den Bedenken des Aristoteles hat überlebt. Die Menge aller Mächtigkeiten ist heute so indiskutabel wie eine Division durch Null. Und warum dem so ist, das werden wir im nächsten Kapitel erfahren.